Immer mehr Menschen kommen zu der Überzeugung, dass die Massenmedien keine vertrauenswürdigen Diener der Öffentlichkeit mehr sind. Teils bewusst, teils unbewusst enthalten sie der Öffentlichkeit zahllose Informationen oder Gegendarstellungen vor. Auch unsere Gesellschaft hat ein Recht auf unzensierte Berichterstattung. Es ist Zeit, der gebildeten Menschheit Gelegenheit zu mündigen Entscheidungen zu geben. In Multithemenkonferenzen wird es der Bevölkerung wieder möglich gemacht, kompetente Gegenstimmen zu vorherrschenden Meinungen auf wirtschaftlicher, politischer, medizinischer, wissenschaftlicher, philosophischer und religiöser Ebene zu finden. Entscheidend dabei ist nicht, wer etwas sagt, sondern was er sagt. AZK ist eine internationale, überparteiliche, freie Informationsbewegung. AZK-Konferenzen sind unkommerziell und darum für jeden Besucher unentgeltlich. Die Völker haben ein Recht auf Stimmen und Gegenstimmen. Die AZK ist eine solche Form eines Mediums, wo wir als Volk die sprechen lassen, die man sonst nicht sprechen lässt. Weil das Volk hat ein Recht auf Aufklärung. Das Volk ist der Souverän. Und die Wissenschaftsgläubigkeit der Medienleute und ihrer Konsumenten haben ein Übriges getan, das die Erbmasse Mensch zum Gegenstand einer bejubelnden Manipulation werden konnte. Was kann der Bürger persönlich tun? Der Bürger, was er tun kann, ist sich informieren. Informieren, das ist seine hohe Schuld. Die AZK beurteilt nicht, ob eine Sache richtig oder falsch ist. Die AZK sagt, wir lassen die Leute reden, ob es richtig oder falsch ist. Und ihr habt die Aufgabe zu spüren, ob es richtig oder falsch ist. In den Massenmedien, in den Filmen, die wir alle als Kinder sehen, wir sehen immer die Superhelden. Also wir sehen immer die Superman und Batman und so weiter, die Superkräfte haben. Nur Philosophen haben eigentlich klargestellt, dass Moral definiert wird hauptsächlich durch ganz gewöhnliche Leute, die einfach irgendwann sagen, ich laufe jetzt nicht mehr mit und ich treffe jetzt eben die Entscheidung, mich dagegen zu stellen. Wir haben eine gewisse Verantwortung gegenüber der kommenden Generation. Wenn wir nichts unternehmen, dann sehe ich nur noch Katastrophe. Aber ich weiß, wo man sich weiterbilden kann, und das ist super. Ich konnte es kaum erwarten, alle hier wieder zu sehen, die letztes Mal dabei waren, all die neuen Gäste und natürlich unsere neuen Referenten. Ich danke, dass ihr gekommen seid, um diese große Herausforderung anzunehmen, denn es ist nicht leicht, über Dinge zu sprechen, die man nicht überall hören möchte. Und ich bezeuge einfach mal vorweg, die Menschen, die heute hierher gekommen sind, das sind Helden in meinen Augen. Das sind Menschen, die bereit sind, nicht auf ihren persönlichen Ruf zu achten, denen ist die Wirklichkeit bezüglich die Wahrheit mehr am Herzen als ihr eigener Ruhm, als ihr eigener Ruf. Manchmal muss man sagen, wenn man auf die Geschichte zurückschaut, sogar als ihr eigenes Leben. Wenn ich moralische Grundsätze habe, dann lasse ich mich nicht ein bisschen bestechen und ich pfeife nach jemandes, oder ich tanze nach jemandes Pfeife. Sondern moralische Grundsätze sind ja nun mal absolut. Und wie gesagt, ohne Leute, die sich halt mal in Risiko begeben, gibt's keine Moral. Öffne die Augen, such die Wahrheit, mach dir dein Bild, glaub nicht alles, was sie sagen, denn viel zu lange hier gefangen. Es ist Zeit, uns zu befreien, und Zeit, uns zu befreien von jeder Lüge, glaub ihnen nicht, weil kaum noch jemand Wahrheit spricht. Nur wo beginnt die Lüge, wo die Wahrheit? Das musst du wieder neu spüren lernen. Das Volk, wir sind mündig, wir haben ein Sensorium. Jeder Mensch begreift in seinem Herzen, wenn er Stimme und Gegenstimme beieinander hat, kann er in seinem Herzen erkennen, was der beiden mehr in seinem Herzen drin hochführt. Das ist ein Sensorium, das jedem Menschen gegeben ist. Lass mir die Augen suchen. Die Wahrheit macht dir dein Bild, nicht alles, was sie sagen. AZK bedeutet Anti-Zensur-Koalition. Die AZK hat das Ziel, dass der Souverän wieder sagt, was zensuriert werden bzw. nicht zensuriert werden darf. Darum möchte ich mit der AZK die Führungsinstanz
über Ja und Nein, über Zensur wieder dem Volk zurück in die Hand geben. Ist die AZK wichtig? Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, klar. Aber ja, es gibt selten so grosse Anlässe, wo solche Themen auf den Tisch kommen. Und das macht sie schon wichtig, ja. Da gibt es gruppenlose Menschen. Es sind Führer dieser Welt. Sie schleichen sich von hinten, wollen Macht und Geld über die ganze Welt. Gibt es einen Spruch, die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Es hat einen Grund, warum immer zu wenig Geld ist, und den Grund wollen wir heute kennenlernen. Und jetzt bitte ich Nikolaus Hofer aus Mannheim, diese Fortsetzung zu bringen. Die Frage ist, was ist überhaupt ein Geldbild? Die meisten Leute stellen sich vor, eben systematisch, ja, auch die herrschende Lehre stellt sich das so ungefähr vor, Geld ist einfach da. Geld ist einfach erstmal da und dann tragen das manche Leute zu den Banken und von dort wird es dann weiterverliehen an Leute, die es brauchen in Form von Krediten. Keine Bank verleiht Geld. Banken vergeben Kredite. Das heißt, ich brauche keinen Sparer. Die Bank braucht keinen Sparer, der erst Geld zur Bank hinträgt und die Bank dann einen Kredit vergibt und das Geld irgendjemandem anderen reicht. Und die Sicherheiten, die sie der Zentralbank verpfändet, hat sie davor auf Rechnung gekauft. Und die Rechnung muss sie im Prinzip nie begleichen, weil wir die Rechnungen als Geld verwenden. Das ist ja alles schön und gut, was Sie mir da erzählen, Herr Hofer. Aber wo ist denn das Problem? Systematisch muss dieses System mehr Schulden produzieren. Sonst komme ich immer in diese Klemme, dass zu wenig Geld da ist zum Schuldentilgen. Dieser Verschuldungszwang unterliegt der Dynamik der Exponentialfunktion. Das heißt, ich muss immer mehr neue Schulden machen. Auf einem begrenzten Planeten wird es auf Dauer nicht funktionieren. Irgendwann werden Schuldner ausfallen müssen. Oder irgendwelche vorhandenen Schuldner müssen immer mehr Schulden aufnehmen. Und das ist der Staat. Der Staat ist der Schuldner der letzten Zuflucht. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Das werden wir hier in Europa auch bekommen. Das ist zwangsläufig so. Das hat nichts mit Gier zu tun direkt. Das spielt eine Rolle natürlich, klar. Aber die Systematik, die Struktur ist so. Und der Staat muss das machen. Er muss private Banken raushauen, verstaatlichen, Bailout, aufkaufen, Kredit vergeben, wie auch immer, zahlen natürlich wir über entweder steigende Preise und oder höhere Steuern, fällt auch auf uns zurück. Wie kann denn das sein? Ja, und das ist genau dieser Punkt. Der Staat kann immer weiter Schulden aufnehmen, weil der Staat in das Eigentum der Bürger eingreifen kann. Sie werden sich vielleicht fragen, ja, wenn es da solche Probleme gibt, wie kann das denn sein, dass all die gelehrten Köpfe, all diese cleveren Leute, dass die das alle nicht sehen, das kann doch fast gar nicht sein. Es muss die Evolution unseres Geldbildes stattfinden und das geht, wie ich vorher gesagt habe, nur über persönlichen Einsatz, das ist ganz klar. Was ist die Motivation, dass Sie jetzt hier auftreten? Die Motivation ist Informationsverbreitung. Ich denke, dass es Informationen gibt, die wichtig sind für viele Leute und dazu möchte ich meinen Beitrag zur Aufklärung leisten und dann darf jeder selber entscheiden, was er damit macht. Massen werden nach Norm geformt. Was passiert, interpretiert, serviert. Was ist wahr, von dem was geschah, von dem was geschieht, ist nichts mehr klar. AZK ist die beste Form, sich ein Bild zu machen von verschwiegenem Kaum. Mach die Augen auf, saug nicht alles auf. Jetzt bist du mit Wahrheiten konfrontiert. Bislang galt es als normal, als gesunder Menschenverstand, dass eine Frau ist, ein Mann, dass Männlein und Weiblein zusammengehören. Künftig soll aber nur noch der Genderismus als gesunder Menschenverstand akzeptiert werden. Was ist denn Genderismus? Der Begriff Gender unterstellt, dass jede sexuelle Orientierung, also heterosexuell, homosexuell, lesbisch, bisexuell und transsexuell, gleichwertig ist und gesellschaftliche Akzeptanz beanspruchen kann, ja sogar muss. Mit anderen Worten, jeder Mensch soll sein Geschlecht selbst wählen können. Er soll selbst bestimmen, ob er Mann oder Frau sein will oder beides zusammen oder das, was immer gerade seinem augenblicklichen Empfinden entspricht.
Und niemand darf sich dieser freien Entscheidung entgegensetzen. Denn das wäre eine Diskriminierung. In Spanien verordnete die sozialistische Regierung, dass die Wörter Mutter und Vater in den Büchern der Zivilstandesämter durch die Überschriften Erzeuger A und Erzeuger B ersetzt werden müssen. Die Bewegung, die der Gender-Diskussion letztlich den Weg geebnet hat, war der Feminismus. Es ging und geht dem Feminismus keineswegs um die Beseitigung von Ungerechtigkeit der Frau gegenüber, zum Beispiel im Berufsleben. Im Gegenteil. Die Forderung nach Gleichberechtigung ist den Genderfeministinnen ein Dorn im Auge. Denn wofür die Gleichberechtigung gekämpft wird, verlieren sie ihr eigentliches Ziel. Die weibliche Macht in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Unter Ausschaltung der Männer. Ja, was ist mit den Männern? Keine Angst, meine Herren. Auch sie sollen natürlich nicht ganz leer ausgehen. Auch sie erhalten ihren Platz in der Gesellschaft. Für sie ist vorgesehen, 50% der Säuglings- und Kinderpflege zu übernehmen. Na, ist das nichts? Durch die Zerstörung der Sexualität, des sexuellen Empfindens, der Reinheit, ist der Mensch manipulierbar. Das hat Sigmund Freud ja schon gesagt, nicht wahr? Der Verlust der Scham ist der erste Weg zum Schwachsinn. Ja. Haben wir noch die Chance, das Ruder rumzureißen? Nur durch das Gebet. Und wenden Sie sich an die Politiker, an die politischen Parteien, an die kirchlichen Autoritäten. Kümmern Sie sich intensiv darum, was mit Ihren Kindern in den Schulen, auch im Kindergarten, geschieht. Sprechen Sie mit den Lehrern, die angehalten sind, die Programme der Gender-Ideologen durchzusetzen, was ein absoluter Missbrauch der staatlichen Macht an den Kindern bedeutet. Ich kann Sie nur bitten, sich einzumischen. Und ich denke, das ist der einzige Weg, um unsere Gesellschaft überhaupt wieder einigermaßen stabil zu halten. Es geht von der Familie aus. Es geht jetzt um die germanische neue Medizin. Ich lese ein Zitat von Dr. Rike Hamer. Seit 24 Jahren werde ich gejagt, bedroht, verfolgt und bin nun zum zweiten Mal ins Gefängnis gesteckt worden, obwohl ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen, außer dass ich diese wunderbare neue Medizin mit ihren 5 biologischen Naturgesetzen, die es eigentlich schon seit Jahrmillionen gibt, sagt er, und die es immer geben wird, wiederentdeckt habe. Das ist mein ganzes Verbrechen. Wer ist da interessiert, dass man lieber in hohen Verschuldungen steckt, dass die Menschen alle wie die Fliegen sterben, während da einer ist, der sagt, man kann ihnen auf ganz einfache Art wirksam helfen. Und darüber möchte Herr Baumann sprechen aus der Schweiz. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Nun, was ist die germanische Neue Medizin? Die germanische Neue Medizin gibt Antwort zum Entstehungs- und Verlaufsmechanismus aller Erkrankungen. Jede Erkrankung hat einen ganz bestimmten Auslöser. Und das nennen wir das DHS, das Dirk-Hamer-Syndrom. Jede Erkrankung entsteht mit einem allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konfliktereignis Schock. Die Krankheit ist nur ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, uns zu helfen, einen gewissen Konflikt zu überwinden. Die Schulmedizin kennt ja keinen einzigen Auslöser, auch nur für eine einzige Erkrankung. Ja?
haben wir schon erwähnt. Zweitens weiß sie nicht, dass jede Erkrankung immer durch zwei ganz klar definierte Phasen hindurchgeht. Durch eine kalte und die heiße Phase. Das ist die Reparaturphase. Und wenn jemand schon in der Reparaturphase drin ist, dann muss man ja nicht nochmals Pillen da reinwerfen oder eine Chemotherapie machen oder das Hirn bestrahlen. Das ist einfach widersinnig. Das belastet den Körper nur noch zusätzlich. Dann verhungern ja die ganzen Pharmaindustrien. Ja, also da sprechen Sie jetzt etwas an, das sehr, sehr heiß ist. Wir wissen ja, dass das Gesundheitswesen 5 bis 7 Mal mehr Umsatz macht als der gesamte internationale Waffenhandel. Ja, 5 bis 7 Mal mehr als der gesamte internationale Waffenhandel. Das sind die Umsätze unseres Gesundheitswesens. Und es wird auch so sein, dass die Krankenkassenprämien weiterhin steigen werden. Und die können aber nur steigen, solange wir eben Angst haben, Angst und Panik haben, krank zu werden. Woran liegt das Geheimnis bestmögliche Gesundheit? Wenn es Ihnen also gelingt, in Harmonie mit sich selbst und mit Ihrem Umfeld zu leben, wenn Ihnen das gelingt, und da fordere ich Sie auf, setzen Sie alles dran, das erfüllen zu können, dann werden Sie gesund in hohem Alter plötzlich sterben. Alexander Benesch wird uns über die neue Weltordnung sprechen. Wenn es wahr ist, dass es Menschen gibt, Regierungen, die darauf aus sind, uns das Leben zu nehmen, dann will ich mehr darüber wissen, auf welche Weise ich sterben soll. Die Frage nach dem Weltfrieden, wie können wir das erreichen, die wird beantwortet von verschiedenen Gruppen auf verschiedene Art und Weisen. Und diese Gruppen definieren nicht nur unser politisches Denken, sondern auch unsere Politik, dadurch unser Leben und häufig auch unser Sterben. Was soll Genik? Der Staat entscheidet, wer lebt und wer nicht, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Wir sehen unglaublich viele Zitate von der globalen Elite, wo sie eben sagen, wir wollen die Weltbevölkerung reduzieren auf 500 Millionen Menschen. Es ist der Zwang der Quotenregelung, um jeden Preis, und zwar in der gesamten Gesellschaft. Wir sterben aus. Die westlichen Länder leiden unter der sogenannten demografischen Katastrophe. Und noch immer hat kein Umdenken stattgefunden. Es ist natürlich dann anzunehmen, dass diese Wissenschaft der Manipulation und der Bevölkerungskontrolle natürlich nicht nur bei den Nazis gelandet ist, sondern sich weltweit verbreitet hat. Jetzt wurde natürlich der Totalitarismus, der Faschismus und die ganzen anderen Namen für dieselbe Sache, wurde natürlich sehr, sehr diskreditiert durch die Nazis und Mussolini. Also könnte man ausgehen, okay, wer setzt noch irgendwas auf den Faschismus? Die Antwort ist, Faschismus ist nicht verschwunden, er ist sogar noch sehr populär. Faschismus kann viele Namen haben. Eine Militärregierung, Ausrufung des Kriegsrechts, Aristokratien letztendlich bedienen sich der gleichen Methoden. Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg, weder in Russland, noch in England, noch in Amerika und ebenso wenig in Deutschland. Das ist klar, aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen. Diese Methode funktioniert in jedem Land. Zitat Ende. Und wir sehen dann neue dehnbare Begriffe wie die Definition von Terror. Terrorismus wird jetzt definiert als jede Handlung, die menschliches Leben gefährdet oder ein Gesetz bricht. Also kann jeder mehr oder weniger irgendwie zu einem Terroristen erklärt werden. Es gibt jetzt dieses globale biometrische Monster von einer Datenbank namens Server in the Sky. Die volle Ladung, RFID-Chips. Es schützt uns nicht vor Verbrechern, Al-Qaida, aber es dient sehr wohl dazu, den Normalbürger zu überwachen. Gerade uns wird Paranoia vorgeworfen. Wir würden uns ständig fürchten vor Verschwörungen. Okay, bin ich verantwortlich dafür, dass in London mehr Überwachungskameras stehen als in vielen anderen Ländern? Also sind Verschwörungstheoretiker verantwortlich dafür, dass Leute keine Flüssigkeiten mehr in Flugzeuge mitnehmen dürfen? Sind wir diejenigen, die Paranoia verbreiten? Ich glaube nicht. Es gibt ja eine Präambel, es gibt Kodex, publizistische Grundsätze im Pressekodex. Das heißt, es sind Pressegesetze. Die sind ursprünglich vom Volk so bestimmt worden. Da heißt es, Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit bewusst sein. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder Tatsachen
noch Dokumente, noch Bilder von anderen geäußerten Meinungen. Sie nehmen ihre publizistische Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahr. Also das holen wir hier nach in der AZK, weil wir doch mit Sicherheit festgestellt haben, es ist ein großer Bedarf an Information, weil wir gesehen haben, es wird so viel zensiert. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, der gesagt hat, die Massenmedien sind mir... Das ist unglaublich problematisch, was momentan läuft. Und wir sehen diese Zentralisierung von Macht und wir müssen die Zentralisierung aufbrechen. Denn Zentralisierung birgt immer das massivste Risiko in sich. Halten Sie die AZK für ein geeignetes Forum, das hier zu präsentieren? Exzellent, exzellent, wirklich gut. Ich bin überrascht über die Offenheit all dieser Leute und auch über die Begeisterung, die sie bis anhin gezeigt haben. Ich kann Ihnen also wirklich nur dazu gratulieren, dass das so eine gute Organisation geworden ist und hoffentlich in der Zukunft auch bleibt. Ich fasse zusammen, die AZK möchte ein Netzwerk bilden, eigentlich eine neue Form von Medium bilden, möchte ein Vorbild setzen, möchte einen Typus setzen, dass überall in der Welt solche Koalitionen doch bitte nachgeahmt werden möchten. Das Volk soll alles hören, was es gerne hören möchte. Ich finde es einfach eine tolle Sache, dass man überhaupt die Möglichkeit schafft, um uns einfach mal eine Meinung zu präsentieren, die nicht beschnitten ist. Ja, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen. Ich möchte einfach mit wacherem Auge da dran gehen. AZK ist allein deshalb gegründet worden, als das neue Organ des Volkes, das neue Medium des Volkes. AZK ist nicht dazu da, irgendwas anzustiften oder mit dem Ziel, etwas nachher auszuüben. AZK ist rein mit dem Grund da, zu informieren. Stimme und Gegenstimme. Dann hat die AZK ihren Auftrag erfüllt.